Bei der heutigen Tour könnt ihr mit dabei sein, wie ich durch den Barranco Teror und die Finca Osorio wandere. Hier auf dem Parkplatz kann ich das Auto gut abstellen. Er ist gegenüber von Agua de Terror. Als erstes laufe ich auf der Straße zurück und biege dann bei den ersten Häusern rechts in die kleine Zufahrt zum Barranco Teror ab. Das letzte Mal bin ich hier im Dezember 2022 gewesen. Der Wasserstandsanzeiger geht bis 2 Meter. Das kann man heute nicht mehr glauben, dass man früher mit so viel Wasser gerechnet hat. Selbst 1 Meter wäre schon sehr viel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der heutige breite Weg früher das Bachbett war. Einen kümmerlichen Rest von Wasser bekam ich noch zu sehen. Auch die Zucchini- oder Kürbispflanzen haben es bis in den mittleren Teil des Barrancos geschafft. Hier kommt nun ein gemauerter Wasserkanal. Auf der Höhe verläuft die Straße nach Teror und es ist ein Aussichtspunkt oben, von dem man gut in den Barranco schauen kann. Der Kanal ist jetzt etwa 10 Meter über dem Talgrund. Und dann kam auch schon die Brücke, die das Tal überspannt, in mein Blickfeld. Leider war auch heute auf dieser Wanderung der Himmel wieder grau in grau. Zum Filmen nicht so schön, aber zum Laufen ideal. Ich habe also jetzt den ersten Teil meiner Wanderung fast hinter mir. Ich bin bis jetzt durch den Barranco Teror gelaufen, muss dann da weiter vorne in ein paar Meter nach links abzweigen und dann geht es hoch zur Finca Osorio und ich melde mich dann wieder, wenn ich oben bin, falls ich noch die Luft dazu habe.
Hier beginnt nun der Aufstieg. Der Weg ist einigermaßen gut zu gehen und ich habe immer wieder die Brücke vor Augen. Hier sehe ich ein letztes Mal in den Barranco. Als ich die gegenüberliegende Seite filmte, dachte ich nicht, dass ich wenig später dort entlang gehen sollte. Ich bin nun fast oben und es geht auf Beton oder Asphalt weiter. Ich bin jetzt mittlerweile oben und ihr seht, ich kann also auch noch reden. Der Aufstieg war aber nicht ganz leicht, es waren immer kurze und steile Stück dabei. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Finca Osorio und werde dann da dort eine kleine Pause einlegen. Ja, jetzt bin ich doch so weit, dass ich eine Jacke anziehen muss. Ich bin jetzt da oben auf der Höhe und da ist halt einfach der Wind und der ist kühl. Auf den Feldern der Finca herrscht die rege Betriebsamkeit. Leider waren die Feigen noch nicht reif. Rund um das Hauptgebäude grünte und blühte es sehr schön. Ich bin jetzt mittlerweile in der Finca Osorio und ich habe also auch einen schönen Platz jetzt gefunden, wo ich mein Semi auspacken kann. Und jetzt kommt natürlich wieder das Gleiche. Was ist denn drauf auf der Semi? Schauen wir mal, was halt die Mutter gemacht hat. Leberkäse habe ich heute drauf. Allerdings muss ich schon fast reklamieren, weil sie hat einen Senf vergessen. Aber dafür hat es mir gut getan.
Aber hier oben ist halt doch ganz schön windig und ich muss sagen, meine Jacke vertrage ich also da schon. Um mich herum sind lauter Hähne, die warten, dass also irgendwelche Krümel runterfallen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die einen bayerischen Leberkäse auch wollen. Ich glaube, denen ist kalt. Du bist halt ganz schön frech, das sage ich dir. Gut gestärkt machte ich mich auf den letzten Teil der Wanderung. Hier nochmal die frisch gepflückten Felder fertig für die Aussaat. Es geht auf Nebenstraßen und schmalen Verbindungswegen oder Treppen durch die Stadt. Ich lief noch durch ein kleines Freizeitgelände mit Tischen und Bänken. Auch dort fehlten die Hühner nicht. An dem Benediktinerkloster rauschte ich bisher immer nur mit dem Auto vorbei. Ob dieser Teil auch noch zum Kloster gehört, kann ich nicht sagen. Jetzt hat es auch noch leicht zu regnen angefangen. Also ohne Navigation hätte ich die kleinen Wege nicht gefunden. Und auch hier beim Überqueren der Straße stellte sich mir die Frage, welchen Weg nehme ich nun? Im Nachhinein schaut das alles recht locker aus. Und dann war plötzlich der Parkplatz zu sehen und ich hoffte, die letzten Meter durch die Häuser sollten auch keine Schwierigkeiten mehr machen. Denn dieser Weg war auf keiner Karte eingezeichnet. Damit bin ich wieder einmal am Ende einer interessanten Wanderung, bei der ich besser vorankam, als ich es mir vorgestellt hatte.